Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Why the Iron's Hot. Wir starten ein neues Spiel. In einer von Meisterhandwerkern regierten Welt treffen wir auf einen jungen Schmieden namens... Wüther hat Geschichten über Elian gehört, eine sagenhafte Insel voller Rohstoffe und Talente. Sein Traum, ein legendärer Schmied zu werden, könnte sich dort verwirklichen, wenn er das Eiland erreicht. Wie der Zufall es will, befindet sich gerade ein Kapitän aus Elian mit seiner Crew im Hafen. Mit seinem Hammer in den Händen berichtet er ihnen von seiner Mission, nach Elian zu reisen. Er braucht nur eine sichere Überfahrt. Neugierig stimmen sie zu. Die Tore des Schicksals öffnen sich dir, Wüzau. Ah, Schmied. Es überrascht mich, dass du diesen Sturm verschlafen hast. So lauten Donner habe ich noch nie zuvor gehört. Was? Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ja, der Captain sagte, ich sollte dich aufwecken. Er will mit dir reden. Gut, dann gehe ich jetzt auf Deck. Es gibt ein klitzekleines Problem. Der Sturm hat die Leiter beschädigt und ich soll sie reparieren. Aber ein Besatzungsmitglied hat sich einen Spaß erlaubt und mein Logbuch versteckt. Ich kann es nicht finden. Könntest du mir bei der Suche helfen? Klar, aber wird der Kapitän nicht wütend sein, dass ich nicht sofort zu ihm gegangen bin? Tja, es enthält streng geheime Informationen, also müssen wir es finden. Aber lies es bloß nicht. Ich kann nichts tun, bis ich mein Logbuch wiederfinde. Aber sobald ich es habe, werde ich die Leiter im Nu reparieren. Okay, im Verlauf des Tages sinkt deine Energie. Behalte sie im Auge, sonst wirst du ohnmächtig und musst jemanden dafür bezahlen, dich in Sicherheit zu bringen. Oh, okay. Hier können wir rauf. Liebes Tagebuch, kannst du mich hören? Wo bist du? Ah ja, hier ist die kaputte Leiter. 1, 2, 3, 4. Warte, 4? Warum 4? Ich habe doch nur 3 genehmigt. Kann ich hier rauf? Ich kann hier rauf, okay. Ich habe Gillys Tagebuch gefunden. Ich frage mich, was darin steht. Sicher hat er einige epische Abenteuer auf See erlebt. Es wird nicht schaden, einen Blick zu riskieren. B. Heute bin ich besonders früh aufgewacht und habe einen wunderschönen Sonnenaufgang und Delfine am Horizont gesehen. Ich habe ein Sonett darüber geschrieben und dann einen Kaffee mit dem Captain getrunken. Er setzte den Kaffee auf, während ich es laut vorlas. Am Ende hatte er Tränen in den Augen. Ich dachte wirklich, es hätte ihn berührt, aber stellte sich heraus, dass sein Kaffee so heiß war, dass er sich die Zunge verbrannt hatte. Er hat mir jedoch den Code für seine Truhe anvertraut. Sagte, ich wäre clever und daher auch verlässlich. Ich habe ihn hier niedergeschrieben, damit ich ihn niemals vergesse. Okay, der Captain vertraut mir, das ist irre. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen zur Truhe. Ups. So, eine Notiz, die du in einer Truhe gefunden hast, die du nicht öffnen solltest. Schnelltausch. Und eine Blaupause Eisenhufeisen. Eine Blaupause, die dir zeigt, wie du einen bestimmten Gegenstand herstellst. Und ein Beutel voller Münzen. Vergrößert deine gesamte Geldmenge um 75. Gut, ich würde sagen, wir geben ihm das Tagebuch zurück. Ah, du hast das Logbuch gefunden. Aber warte, hast du es gelesen? Ich konnte nicht anders, tut mir leid. Ich dachte, man könnte dir trauen. Anscheinend lag ich falsch, mein Lieber. Wir gehen mal rauf. Wir können
Rennen. Oh, okay. Und hier ist er. Ah, sieh nur, wer aufgewacht ist. Du bist also ein Schmied. Interessant, wir haben Elian bald erreicht. Sehr bald wirst du dein Können unter Beweis stellen müssen, Kamerad. Bis dahin arbeitest du für mich. Und jetzt geht's um Bug und hisse das Hauptsegel, Schmied. Zeit, deinem Schicksal entgegenzutreten. Wo ist der Bug? Das ist die Vorderseite vom Schiff. Hopp, hopp, Schmied. Ei, ei, Captain. Okay. Okay. Sind wir der einzig Überlebende oder? Ah, gedrückt halten, okay. Oh, mein Kopf tut weh. Pui, rieche ich so seltsam? Wo bin ich? Dann schauen wir mal, wo wir sind. Ah, das ist der mich gefunden hat. Er lebt. Ich war nicht sicher, als ich dich am Strand angespült gefunden habe. Am Strand angespült? Ich erinnere mich, auf einem Schiff gewesen zu sein, aber ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Nicht gerade anmutig, das kann ich dir sagen. Ich bin Drystan und du befindest dich in Stahl, dem alten Schmiededorf von Elian. Der Sturm, der gerade von der Küste entlang zog, muss das Schiff zum Kentern gebracht haben. Man sollte meinen, ich würde mich an Regen oder Wolken erinnern, aber da war nur das Schaukeln des Schiffes, dann ein lauter Knall und dann nichts. Nun, das war dann wohl der Donner, aber ich habe keine Lust, alle Möglichkeiten mit dir durchzuspielen. Was ist mit Gilly, dem Kapitän und all den anderen Matrosen passiert? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es andere Überlebende gibt. Du warst der Einzige, der angespült wurde, aber sag mir, ich habe den Hammer in deiner Schürze bemerkt. Was hast du auf diesem Schiff gemacht? Ich bin ein Schmied, ich hatte gehofft, hier meine eigene Schmiede zu eröffnen. Elian ist bekannt für große Talente. Den Feuergöttern sei Dank. Elian hat seit Jahren keinen echten Schmied mehr gesehen. Im Moment ist eine Stelle als Meister der Schmiedekunst für dich frei. Tja, dann ist es ja nur halb so schlimm, dass ich hier angespült wurde. Um nicht zu sagen, ein Glückstag. Folge mir, ich muss dir etwas zeigen. Ja, dann folgen wir dem alten Mann. Oh, so schön. Na, sieh mal einer an. Was ist denn hier passiert? Dies war einst ein großes Schmiededorf voller Menschen und Talent. Ganz Elian kam hierher, um die besten Metallwerkzeuge und Vorräte zu erstehen. Aber wie du siehst, haben sich die Zeiten geändert. Der letzte Schmied verschwand ohne Nachfolger und Stahl wurde zur Einöde. Es gibt seltsame Gerüchte, dass Twasta auf ihrem Weg zur Meisterschmiedin zu weit gegangen sei und einen Fluch heraufbeschworen habe. Zu viele hatten Angst davor, verrückt zu werden. Eine Einöde? Ja, das klingt nicht gut fürs Geschäft. Ja, aber das wird sich ändern. Es gibt hier eine Menge alter Vorräte. Ich würde mit dieser Schmiede anfangen, aber gemeinsam könnten wir diesen Ort wieder aufbauen. Warum tust du das alles? Ich war einst auch ein Schmied, aber ich habe meinen Arm verloren und damit auch meine Berufung. Seither fühle ich mich nutzlos. Ich glaube, ein Projekt wie dieses könnte mir helfen, meinen Lebenssinn wiederzufinden. Na schön, wenn du es so sagst. Ja, das ist die richtige Einstellung. Wenn wir dieses Dorf aufbauen wollen, solltest du dich mit dem Entwurfstisch vertraut machen. Er steht vor dem Haus, in dem du erwacht bist. Sieh dir ihn und die Pläne der Schmiede an. Wenn du bereit bist, fang einfach mit dem Bauen an und kehre zu mir zurück, wenn du fertig bist. Oh. Mit dem Tisch vor dem Haus, um deine Schmiede zu erreichen. Wo ist hier ein Tisch? Ah, das hier. Okay. Das ist ein Haus und das hier ist die Schmiede. Schaltet den Zugang zu den Hauptwerkzeugen eines Schmieds frei.
Okay, kehre zum alten Mann zurück. Okay. Tja, sieht nicht schön aus, aber erfüllt den Zweck. Wenn dein Ansehen in Elian wächst, stehen neue Renovierungen im Dorf zur Verfügung. Der Wiederaufbau des Dorfes wird sich positiv auf die Geschäfte auswirken. Vielleicht werden sogar einige Leute ermutigt, zurückzukehren. Du hast ganz recht gehört. Ich werde dir helfen, wo ich kann, aber kehre unbedingt hierher zurück und kümmere dich um den Ort. Aber wenden wir uns nun wichtigeren Dingen zu. Mein zuverlässiges Käsemesser wurde gestohlen und ich brauche ein neues. Es muss ausbalanciert und scharf sein. Endlich eine Gelegenheit, mein Können unter Beweis zu stellen. Brauchst du eine Erfrischung nach dem Schlag, den du abbekommen hast, als du über Bord gegangen bist? Ja, versuchen wir es mal. Also, lassen wir es uns erklären, so wollte ich sagen. Mein Gedächtnis ist noch etwas schwammig. Was wollten wir doch gleich machen? Lass mich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Nimm diese Blaupause mit ins Haus und lass uns die Schritte gemeinsam durchgehen. Okay. Rein mit uns. Das ist also unsere Schmiede. Auf der linken Seite befindet sich dein Schmelzofen. Dort kannst du Rohmaterialien einschmelzen, um Werkmaterialien für deinen Amboss zu erhalten. Wenn du es eilig hast, kannst du an dem Hebel ziehen, um das Feuer anzufachen und den Vorgang zu beschleunigen. Benutze das Erz, das ich dir gegeben habe, probiere es aus. Okay, verbessere deine Schmiede, um Gegenstände effizienter herzustellen. Ja, das ist gut. So, A drücken, um eins auszuwählen oder halten, um den ganzen Stapel zu wählen. X drücken, um einen Gegenstand abzuwählen oder halten, um alles abzuwählen. Und den linken Stick drücken, um einen ausgewählten oder gehaltenen Gegenstand zu vernichten. Okay, also wir schnappen uns das hier und schmelzen. Der Schmelzofen benötigt keine Unterstützung, um Erz zu Barren zu schmelzen. Du kannst den Vorgang jedoch beschleunigen, indem du den Hebel neben der Schmiede betätigst. Den Hebel, okay. Macht aber nicht unbedingt. Suchen wir es nochmal. Ups, das war's nicht. So. Ah, jetzt. Okay. Hier vorne befindet sich dein Amboss. Du musst das Metall nur mit deinem Hammer in die gewünschte Form schlagen. Probiere es aus und schmiede eine kleine rechteckige Eisenplatte mit den Bahnen, die du gerade hergestellt hast. Eisenplatte. Forme. Schlage mit dem Hammer auf die Teile außerhalb des grünen Bereichs, um den heißen Bahn in Form zu schmieden. Okay. Also nach links und rechts geht's von alleine. Ich muss nur nach oben und unten und zur richtigen Zeit A drücken. Rechts neben der Tür findest du einen Schleifstein. Deinen Schleifstein. Er eignet sich wunderbar zum Schärfen und Polieren deiner Gegenstände. Probiere ihn an dem Metallstück aus, das du gerade geschmiedet hast. Achte unbedingt auf dein Timing. Okay, wir wählen wieder diesen Gegenstand aus und schleifen. Achte auf dein Timing und drücke die Richtungstasten entsprechend der aufleuchtenden Pfeile. Oh, das war's? Okay. Da hast du ein richtig scharfes Teil hergestellt. Der letzte Schritt steht am Werktisch bevor. Verwende die Blaupause, die du von mir erhalten hast, um herauszufinden, wie du ein Messer herstellst. Ich werde draußen auf das Endergebnis warten. Okay. Okay, so muss das aussehen. X zum Zusammenbau halten. Ah. Ja, wunderbar. Oh, wir haben den ganzen Tag gebraucht. Das Messer ist fertig. Sieh an, das ist ein tolles Käsemesser. Dagegen wirkt mein altes wie ein Buttermesser. Wenn du Aufträge für Kunden annimmst, achte unbedingt auf die Qualität deiner Handwerkskunst. Einige Leute können sehr anspruchsvoll sein und akzeptieren nur die besten Waren. Verstanden, wann kann es losgehen?
Du benötigst Materialien, um Dinge zu bauen, also musst du sie sammeln. Östlich von hier gibt es eine verlassene Mine. Das Erz von dort wird eine Weile für deine Zwecke reichen. Ich habe keine Materialien, um eine neue Spitzhacke zu schmieden. Wo kann ich eine kaufen? Die Malima Minenarbeiter haben in der Mine gearbeitet, bevor sie die Berge im Norden entdeckt haben. Sie sind eilig aufgebrochen, also spar dir deine Münzen. Ich bin sicher, du findest dort alles, was du brauchst. Okay, ich mache mich auf den Weg. Okay, also wir gehen hier rüber. Okay, willst du diesen Ort verlassen und zur Weltkarte gehen? Jawohl, wollen wir. Wir wollen zur Mine. Jeder Schritt kostet Energie. Wie viel Energie verbraucht wird, hängt davon ab, wie anspruchsvoll das Gelände ist. Okay, so. Warum ist es hier so finster? So, zuallererst brauchen wir eine Spitzhacke. Und jetzt können wir hier Erze abbauen. Wow, 13, okay. Hey du! Oh Mann, was machst du hier? Ich sammle nur Erz. Du solltest nicht hier sein. Wer hat dich geschickt? Bitte beruhige dich. Niemand hat mich geschickt. Und warum sollte ich dir das glauben? Du hast zu viel gesehen. Autsch. Es überrascht mich nicht, dass diese morsche Brücke durchgebrochen ist. Gott sei Dank hatte ich eine weichere Landung als der Kerl da drüben. Ich sollte abhauen, bevor einer seiner Banditenfreunde nach ihm sucht. Brief an Sam Heimlich. Lieber Sam Heimlich, wie oft muss ich dir das noch senden? Dein Eid gegenüber der Heimlich-Tour-Bande endet nie. Daher darf dein Ring nicht entfernt werden. Ich bin es leid, dir einen neuen anzufertigen. Also finde ihn gefälligst. Er muss in deiner Höhle sein. Wenn du ihn nicht findest, wirst du keinen Zugang zu unseren Geheimnissen erlangen und mein Mittelsmann wird dir keine Beute mehr liefern. Du findest den Code für deinen Anteil am letzten Raubzug am Ende des Briefes. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei deinen Diebereien und vollbringe viele schlechte Taten. Herzlich, Cyrus Heimlich. Okay, können wir... Oh, wow, wir sind richtig agil. Wie kommen wir darauf? Ich will hier rauf. Oh. Oh, wie war das? Ich glaube. So, oder? Ha, wow. Eisenerz, Eisenbarren, Geldbeutel, Blaupause, Eisenaxt, Holzscheit, Blaupause, Eisenspitzhacke, Scharnier, Blaupause, Satznägel, Eisenhammer, Eisenküras. Wow. Das war jetzt richtig, richtig gut. Was ist das? Aha. Ein paar Nägel. Oder sowas. Ich will jetzt noch vorher hier rüber schauen, weil ich vermute fast, dass hier auch irgendwas ist. Ja, da. Können wir mit der Spitzhacke noch ein bisschen werkeln? Oh, jetzt haben wir richtig viel. Ich hoffe, wir können das alles behalten.
dürft's raufgehen mit dem Aufzug. Oder müssen wir den wieder herstellen, reparieren? Benötigte Gegenstände. Wir haben alles. Okay. Wir haben ihn repariert. Oh, stopp. Nö. Ach. Okay. Wollte schauen, ob ich weiter raufkomme noch. So, wir dürften draußen sein. Und jetzt können wir wieder zur Weltkarte. Interagiere mit bestimmten Kacheln und verwende deine Werkzeuge, um neue Wege und Möglichkeiten zu eröffnen. So wie hier. Oh, ich bin richtig müde. Oh, du siehst nicht allzu gut aus. Was ist passiert? Ich wurde von einer Gestalt mit einem Bandana und einem Umhang angegriffen. Dann ist die Brücke eingestürzt und ich war in den unteren Teilen der Mine eingeschlossen. Du bist wahrscheinlich einem Heimlichtuer begegnet. Normalerweise sind sie bloß große Schwätzer, aber man sollte sie lieber meiden. Hast du das benötigte Erz trotzdem bekommen? Ja, habe ich. Wunderbar, du solltest nach Hause gehen und dich eine Weile ausruhen, bevor wir weitermachen. Du siehst sehr müde aus und wir wollen doch nicht, dass du mitten in einem Auftrag zusammenklappst. Ja, du hast recht. Komm zu mir, wenn du wieder auf den Beinen bist. So, wir schleppen uns ins Bett und schlafen bis morgens. Okay, wir bekommen richtig viele Erfahrungspunkte hier. Cool. Und es sieht auch irgendwie nicht unbedingt danach aus, als würde es irgendwie, als würden die Tage irgendwie nummeriert sein. Das heißt, wir können eigentlich so oft schlafen, wie wir wollen und so. Das wäre cool. Du hast gerade etwas sehr Seltsames verpasst. Ich saß hier und rauche meine Pfeife, als ein kleiner Hase vorbeihoppelte und mir zuzwinkerte. Das ist wirklich seltsam. Das kannst du laut sagen. Aber wie dem auch sei, während du dich ausgeruht hast, habe ich einen Ausflug nach Strom gemacht, dem Holzfällerdorf im Osten. Das Holzfällerdorf? Werden alle Dörfer in Elian nach ihrem Können unterteilt? Ja, sie sind die Zentren spezialisierter Handwerker und Meister ihres Faches. Aber was wirklich zählt, ist, dass ich ihnen das Messer gezeigt habe, das du für mich hergestellt hast. Lange Rede, kurzer Sinn, du kannst mir später für deine ersten Geschäfte danken. Betrachte mich als deinen Agenten. Danke, aber wieso willst du unbedingt einem Fremden helfen? Du bist kein Fremder, du bist ein Schmied. Du hast die Hoffnung in mir geweckt, dass Stahl wieder sein altes Potenzial entfaltet. Dieses Dorf steckte einst voller Leben, glücklicher Erinnerungen und Familien. Ich möchte mich hier eines Tages zufrieden umsehen können. Nun, da ein Schmied zurückgekehrt ist, kann ich die Vergangenheit hinter mir lassen. Aber genug von mir, du solltest zuerst diese Kunden aufsuchen, von denen ich dir erzählt habe. Richtig, in welche Richtung soll ich gehen? Geh nach Osten und suche nach Myrte, sie ist das Oberhaupt von Strom. Du musst ihr Vertrauen gewinnen, damit die anderen Dorfbewohner dich ernst nehmen. Ich frage mich, ob ich mehr Ausdauer verbrauche, wenn ich laufe. Sieht nämlich nicht so aus. Okay, wir sollen nach Osten. Dann gehen wir mal hier, würde ich sagen. Ja, hier müssen wir hin. Sehr gut. Oh ja, die haben Vertrauen, dass sie werden. Halt, wohin des Weges? Mein Name ist Wüzer, ich wollte mich erkundigen, ob Strom einen Schmied braucht. Ich bin wahrlich keine Bedrohung. Ah, du bist doch das Kind, von dem Tristan ständig erzählt, nicht wahr? Ich dachte, du wärst größer. Myrte wird erfreut sein, dass es in Elian einen neuen Schmied gibt. Geh zu ihr, sie ist die Frau mit der großen Axt. Okay. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier.
Das ist keine Axt, die auch nicht die hier sieht aus, wie, als hätte sie eine große Axt. Hey, du kommst nicht aus der Gegend, was? Ich bin neu in Elian, mein Name ist Wützer und Rüstern sagte, ihr könntet einen Schmied gebrauchen. Ein wunderbarer Tag für neue Freundschaften, ich bin Myrte. Und es stimmt, meine Leute könnten deine Fähigkeiten wirklich gut gebrauchen. Die Zeiten ohne Schmied waren hart für uns, stumpfe Äxte, wohin man auch blickt. Doch ich würde deine Arbeit gerne mit eigenen Augen sehen, bevor du hier Aufträge annehmen darfst. Früher hattest drum ein Anschlagbrett, auf dem die Dorfbewohner Aufträge aufgeben konnten. Aber es ist derzeit in schlechtem Zustand. Beschaffe mir Werkzeuge, damit wir es reparieren können und wir werden Aufträge für dich aufgeben. Dieses Anschlagbrett klingt nach einer tollen Möglichkeit, an Aufträge zu gelangen. Was benötigst du dafür? Eine Handvoll Nägel und ein Hammer sollten ausreichen. Abgemacht, ich werde bald damit zurückkehren. Eine Handvoll Nägel. Naja, wie viel das wohl ist. Schauen wir mal. Beziehungsweise könnte es sein, dass das nur einmal Nägel schmieden ist. Okay. Dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Wir können... Ich meine, es sind hier 134. Ah. Ich würde mal sagen, wir machen mal 50. Das funktioniert auch ohne unser Zutun. Wir sollten mal schauen. Ein Satz Nägel. Drei solche Dinger. Und wie mache ich diese Dinger? Ich nehme mal an, wir brauchen Eisenstreifen. Und das Grüne muss übrig bleiben. Oh. Okay, das war nix. Oh, okay, und wenn ich das hier... Alles, was mit dem Grünen verbunden ist, wird weggemacht. Und hier haben wir schlechte. Und hier haben wir gute. Sehr gut. Wir machen zur Sicherheit gleich auch die anderen, auch wenn wir die jetzt nicht verwenden werden. Weil die sind ja in der Qualität wohl nicht gut. Und wir wollen... Ah, Moment. Die sind aber in der Qualität dann auch nicht anders. Sieht zumindest so aus. So. Jawoll. Das wäre mal ein Satz Nägel. Und dann brauchen wir einen Hammer. So eine Platte und ein Holzstück. Okay. Eine Eisenplatte. Au, daneben. Ja, so ganz hat das nicht funktioniert. Aber vielleicht können wir es ja so wieder gut machen. Ah, die muss gar nicht geschliffen sein. Glaube ich, oder? Nö. Ah, okay, das... Wie sehe ich das jetzt? So, okay. Eine Eisenplatte, ich... Ein Eisenhammer, das ist nur eine Eisenplatte, nicht geschliffen. Okay. Nur eine
Eisenplatte, ich brauche hier, dankeschön, eine Eisenplatte formen wir jetzt. Ah, das war doof. Aber das passt so. Okay. Nichts schleifen, sondern das hier nehmen. Und ein Holz. Das ist ein Eisenhammer. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Und können jetzt mal hier weiterlaufen und also zurück zu Myrte. Und ich hoffe, dass wir diese Anschlagtafel dann auch von zu Hause sehen können oder benutzen können. Dass wir nicht immer hier hin und her laufen müssen. Hm. Ah, hier läuft sie uns schon entgegen, mehr oder weniger. Hast du meine Werkzeuge bereit? Hier der Hammer und die Nägel, die du für die Reparatur des Auftragsbretts brauchst. Ausgezeichnet, es wird in null Komma nichts wieder repariert sein. Übrigens hat Splitter nach dir gefragt. Tut mir leid, ich kann mir noch nicht alle Gesichter zu den Namen merken. Wer ist Splitter doch gleich? Das ist der Junge, der hier durch die Gegend flitzt. Er lässt dich sicher nicht gehen, bevor du mit ihm gesprochen hast. Okay, wo ist er? Es wird schon langsam dunkel, also komm her, Splitter. Ist das... Entschuldigung, bist du der neue Schmied? Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir vielleicht einen tollen Ritterhelm bauen? Ich habe ein Schwert, aber ich hätte gern einen super realistischen Helm. Ash hat einen von seinem Papa bekommen. Kannst du ihn dir ansehen? Ich will, dass meiner genauso aussieht. Klar, ich werde sehen, was ich tun kann. Zwischen den Trümmern steckt ein altes Stück Papier. Sieht aus wie ein alter Arbeitsauftrag zur Herstellung eines Werkzeugs für einen Holzfäller. Damit kann ich sicher etwas anfangen. Okay. Ah, und hier kann ich Sachen einkaufen. Holzscheit. Okay. Wo soll ich jetzt den Helm mit Ash sprechen? Ist das die Wache, oder? Ja. Hey, ich brauche deine Hilfe. Wie kann ich dir helfen? Splitter will, dass ich ihm einen Helm baue. Er soll genau wie deiner aussehen. Könnte ich ihn mir genauer ansehen, damit ich eine Vorstellung davon bekomme? Das geht noch besser. Ich habe noch die alten Blaupausen, die Twasta vor Jahren für meinen Vater angefertigt hat. Danke, ich glaube, ich kann ihm genau das bauen, wonach er sucht. Okay. Sehr gut, wir haben alle Informationen. Wir können jetzt den Helm basteln. Ups. Nachdem wir ein paar Mal gegen Bäume gelaufen sind. Das geht sich noch aus. 42. Ich glaube auch, dass die Zeit jetzt nicht mehr weiterläuft. So, schauen wir mal. Eisendechsel brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen den Helm. Okay. Dann schauen wir mal. Eisenplatte gebogen brauchen wir auf jeden Fall. Jawohl. Ausrüstung? Nö. Wo ist der Helm? Ah, das ist der Helm. Okay, eine Eisenplatte gebogen. Die haben wir. Zwei normale Eisenplatten. Einmal zwei und eine mit 2x2. Okay. Also mal eine mit 2x2. So, wir haben keine mit 1x2. Also müssen wir zwei davon herstellen. So, und einmal noch. Zack. Jawohl.
Perfekt. Okay. Und jetzt kommt die hier oben. Hier einmal links, einmal rechts. Und das hier hin. Und der Helm ist fertig. Sollten wir den Helm jetzt zurückbringen? Nö, jetzt geht hier oben links der Mond auf. Ich denke, wir sollten ins Bett. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Das haben wir, das haben wir. Die Stelle wird durch Fortschritte in der Handlung freigeschaltet. Das hier erlaubte mehrere Gegenstände zugleich herzustellen, jedes beliebige Objekt für Metall einzuschmelzen. Funken der ewigen Flamme und 100 Münzen. Okay. Ah ja, angehend 2. Passt. Stufenaufstieg wäre, wähle eine Stärkung. Erhöht die verfügbare Reaktionsspanne im Schleifstein-Minispiel, erhöht die Verkaufspreise für deine Gegenstände bei Händlern um 5%, verlangsamt den Energieabfall während des Tages. Das werden wir mal nehmen. Das andere macht mir jetzt im Moment noch keine so großen Sorgen. Der Energieabfall ist etwas kritisch gewesen. So. So, wo läuft er rum? Der Junge. Oh, schau an. Oh. Das ist cool. Hier. Okay, ich kann ja alle annehmen. Hast du den Helm dabei? Ja, ist hier denn ein mutiger Ritter, der dieses Helms würdig ist? Ja, ich kann der mutige Ritter sein. Der ist wirklich Spitzenklasse. Ich habe kein Geld, aber hier steht drauf, wie man das coole Werkzeug nachbaut, das mein Papa zum Stricken der Pullis benutzt. Außerdem soll ich dir von Myrte sagen, dass das Auftragsbrett repariert ist, falls du es noch nicht gesehen hast. Einige Leute schreiben bereits Aufträge aus. Ja, habe ich schon gesehen. So. Sollten wir... Haben wir kein Geld oder schon? Warum haben wir eigentlich kein Geld? Ist das verloren gegangen? Das wäre möglich. Oder haben wir das... benötigt für den Aufbau unserer Schmiede. Hm. Naja, wir werden schon zu Geld kommen. Wir haben hier Stricknadeln. Okay. Ah, die Notiz. Ein Heimlichring. Okay. So, wir sollen eine. Jetzt müssen wir es mal finden. Eine Bratpfanne. Wir haben keine Blaupause für eine Bratpfanne. Hufeisen, Stricknadeln. Das ist ja doof. Müsste ich mit dem sprechen? Machen wir mal die anderen Sachen ein wenig. Hier bekommen wir nichts. Also keine weiteren Blaupausen. Wir machen mal eine Eisendechsel. Und
Die geht so, eine Eisenplatte gebogen, geschliffen und ein Holzscheit. Eine Eisenplatte gebogen. Und geschliffen. Und sehe ich hier, ah schade, ich würde zu gern irgendwie sehen, also hier die Blaupausen, so ein, ah hier oben ist ein Shortcut zu den Blaupausen, okay, sehr gut. Gut, wir brauchen ansonsten noch, hier haben wir ein Eisenhufeisen. Hier. Da brauchen wir zwei Eisenstreifen und eine Eisenplatte gebogen. Zweimal Eisenstreifen. Zack. Einmal. Zweimal. Jawohl. Und eine Eisenplatte gebogen. Oh. Die ist etwas komplizierter in der Herstellung. So, nichts geschliffen. Und das war nebeneinander, oder? Achso. Hier. Genau. Ah ja, wir hatten doch welche. Ah. Wir hatten doch noch welche. Wie? Einmal eins Eisenplatte gebogen. Ah. Okay. Ah, das andere werden wir auch noch brauchen. Jetzt aber. So. Und das hier. Das wäre das jetzt und die nächste Stricknadeln und ein Eisenhammer. Für Stricknadeln brauchen wir Eisenstreifen und geschliffene Eisenstreifen, oder? Genau. Also vier Eisenstreifen haben wir und zwei davon schleifen wir jetzt. Einmal. Oh, nö, wir schleifen nichts mehr. Jetzt will ich versuchen, wenn wir es nicht genau so wie hier, sondern vielleicht oben machen, ob es dann trotzdem funktioniert. Also die beiden Eisenstreifen nicht hier, sondern machen wir jetzt mal hier hin. Und so. Nö, passt nicht. Okay. Also es muss wirklich genau so wie in der Anleitung sein. So, und den Eisenhammer brauchen wir noch. Eine Eisenplatte 2x2 haben wir nicht. Machen wir natürlich. So, Eisenplatte und ein Holzscheit. Ich muss dann auch wieder welche kaufen eigentlich. Ich bekomme jetzt eh ordentlich Kohle. Denke ich doch. So, jetzt sollte ich eigentlich so ziemlich alles haben, bis auf die Bratpfanne. Und hier sehe ich aber auch nicht... Muss ich mit dem sprechen? Ich weiß nicht, wie ich die Bratpfanne machen muss. Die haben wir, Hufeisen haben wir, Stricknadel haben wir, Eisenhammer haben wir. Okay. Also, wir haben alles bis auf die Pfanne.
Pfannen. Dann geben wir das mal ab und vielleicht können wir mit der Wache sprechen, damit er uns die Blaupausen gibt. Eventuell. Hey, bleib stehen. Mit dir muss ich reden. Hilfe, zu Hilfe! Komm zurück, du Dieb! So, hilf mir doch jemand! Hilfe! Moment, ich will mit dir sprechen. Mit dir. Nein! Ach. Dann machen wir das zuerst. Hier ist der Gegenstand, den du in Auftrag gegeben hast. Wow, wunderbar. Hier ist deine Bezahlung und ein Bonus für solch wunderschöne Handwerkskunst. So, jetzt. Hilf mir bitte, ich wurde wieder von einer Ratte bestohlen. Sie hat all mein Geld genommen. Ach, Herrje, in welche Richtung ist sie denn gelaufen? Richtung Südosten. Sie muss ein Versteck in den Wäldern nahe Strom haben. Strom. Den Eisenhammer. Bitteschön. Danke sehr. Hier haben wir noch eins. Die Stricknadeln. Hier, bitteschön. Und mit ihm können wir nicht sprechen. Schade. Gibt's hier vielleicht? So, wir haben 152 Geld, Gold. Aber ich weiß nicht, wie man zwei Angelruten. Angelruten können wir auch noch nicht. Metalleimer können wir auch noch nicht. Eisenspitzhacke, Eisenbeil, Eisenaxt. Ich nehme mal trotzdem alles an. Eisenspitzhacke, wollte der? Ach so. Ah, okay. Ja, dem habe ich jetzt meine gegeben. Naja. Das heißt, wir sollten uns wieder eine basteln. Wir finden jetzt nicht raus, wer die Sachen stiehlt. Ich will jetzt noch das ein oder andere kurz machen. Hier kann ich auch nicht rübergehen. Also eine Bratpfanne. Nö, ich kann nicht. Eisenbeil, Eisenaxt. Was kann ich davon? Eisenaxt kann ich. Ja. Ich kann nur die Eisenaxt. Achso, und die geht wie? Eisenplatte geschliffen, zwei Holzscheite. Naja. Ah, wunderbar. Und eine Spitzhacke wollen wir noch. Zwei Eisenplatten gebogen geschliffen. Da brauchen wir noch eine. So. Ah, hier sieht man es auch. Eisenspitzhacke. So, einmal noch. Haben wir das? Wunderbar. Dann haben wir uns jetzt wieder eine Spitzhacke gebastelt. Und jetzt wird es interessant, wie man dann später wohl zu neuen Blaupausen kommt.
Das Eisenbeil könnten wir dann schon abgeben. Aber jetzt pennen wir erstmal eine Runde. Okay. Er vergrößert den Zielbereich im Schmelzofen-Minispiel, reduziert die Einkaufspreise und dem Amboss-Minispiel ein weiteres Leben hinzu. Schauen wir mal, dass wir billiger einkaufen können. Kann ich hier das Zeug anpinnen oder wie? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Ah ja! Dann sehe ich das hier oben. Ah, okay. Sehr cool. Wir schauen jetzt mal nach Südosten. Und wir haben eine Eisenaxt. Das war nur ein Zufall. Aber ich sollte mir vielleicht eine... Oh, das ist gut. Okay. Das geht auch nicht bei jedem. Hier können wir runter. Das ist eine große Ratte. Es reicht, das war's. Wenn noch einer von euch Knalltüten hier runterstürzt, um seine Kohle zurückzuholen, dann mache ich den Laden hier endgültig dicht. Ich will keinen Ärger, ich versuche nur das Geld eines Freundes zurückzuholen. Ich bin neu in Elian, mein Name ist Wützau. Haha, keinen Ärger? Ärger ist mein zweiter Vorname. Ach, was kümmert's mich überhaupt? Ich bin nicht gut darin, den Bösewicht zu spielen. Liegt einfach nicht in meiner Natur, verstehst du? Ich bin Porgy und mein Versteck sollte eigentlich geheim sein und doch bist du jetzt hier. Gib den Dorfbewohnern doch einfach ihre Sachen zurück, wenn du gar nicht so ein schlechter Kerl bist. Ha, danke, kein Interesse, du kapierst es nicht. Ich habe einfach nichts Besseres zu tun. Ohne die Diebstähle wäre ich ein Niemand. Vielleicht können wir ein Geschäft aushandeln? Ich bin Schmied und ich werde dir herstellen, was immer du willst und du gibst die gestohlenen Sachen zurück. Womöglich findest du so ein neues Hobby. Ein Schmied also, hm? Das ist interessant. Oh ja. Weißt du, was meine Leidenschaft wirklich entfacht, was mich inspiriert und erfüllt? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich verraten. Stricken! Ach, zwei Maschen rechts, eine links, zwei rechts, eine links. Na, spürst du schon das Kribbeln in den Fingern, in deinen Fingern? Das Problem ist jedoch, dass ich in Elian bislang nur hölzerne Stricknadeln gefunden habe. Und so oft wie ich mit ihnen gearbeitet habe, sind sie kaputt gegangen. Jeder angefangene Pulli, jede Decke, unvollendet, eine Tragödie. Mir wurde das Herz so schwer und ich habe Freunde auf einen dunkleren Pfad gefunden. Diese Frustration. Aber wenn du mir Nadeln fertigen kannst, die robust genug sind, um einen ganzen Pullover zu stricken, dann könnte ich das Leben als Dieb aufgeben und zu meiner wahren Passion zurückkehren, dem Stricken. Das hatte ich nicht erwartet, aber abgemacht. Ich bin bald zurück. Okay, das schaffen wir doch. Stricknadeln haben wir schon hergestellt. Also das können wir schon. Ups. Geben wir noch im Vorbeigehen das Beil hier ab. Und machen uns dann aber trotzdem auch noch ein... Oh. Du bist im Zeugenschutzprogramm oder so? Ha. War nur ein Witz. Es ist nur so, mit der Kapuze bist du schwer zu erkennen. Das schreit förmlich nach Zeug... Ich weiß, was das Zeugenschutzprogramm ist. Ich habe keine Lust auf Witze. Ich bin eine ernste Persönlichkeit. Natürlich, natürlich. Ich wollte dich nicht... Oh, bitte, genug der Bauchpinselei. Was willst du von mir? Ich bin der neue Schmied hier und ich wollte mich nur allen vorstellen. Du bist der Schmied? Dann hör mir gut zu. Ich stamme aus einem eiskalten Bergdorf und unsere Häuser haben keine Fenster, die vor dem eisigen Wind schützen. Ich brauche etwas, das ich von der Decke hängen kann, das niemals sein Licht und seine Wärme verliert. Hör mal, ich weiß, dass es so ein Ding gibt. Ich bin ein Sammler großartiger Werkstücke und habe diese sogenannten Kronleuchter studiert. Ich gebe dir die Möglichkeit, diesen Auftrag für mich zu erfüllen. Aber Vorsicht, nur das Außergewöhnlichste ist gut genug für mich.
Ein gewöhnlicher Kronleuchter nützt mir nichts, aber solltest du Erfolg haben, werde ich dich reich belohnen. Klar, ich werde es mir mal anschauen. Okay. Ich hätte gern wirklich die gusseisernen Dinge gemacht. Aber wie? Okay. Pfannenwender. Ich hoffe, dass die haben alle kein Ablaufdatum. Die hat auch nichts Neues eigentlich. Ich gehe fast mal davon aus, dass es hier später die Möglichkeit geben wird, Blaupausen zu kaufen. Irgendwie muss ich ja dran kommen. Blaupausen. Oh. Wenn ich hier dagegen laufe. Nö, kostet mich das nix. Okay. Also wir müssen ein Eisenbeil, eine Spitzhacke, eine Dechsel, zwei Stricknadeln, einen Hammer. Wow, okay. Wir beginnen mal hier mit den beiden Stricknadeln. Oh, ich kann hier mehr anheften. Okay, das ist auch cool. Gut so. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.